Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, ich bin der Egon Zoll und begrüße euch recht herzlich zur neuesten Ausgabe von Let's Play Civilization 5. Wie ihr hier seht, habe ich eine Pause gemacht, das Spiel gerade angeschmissen und jetzt muss der Computer erstmal die ganze Karte hier rendern. Aber das ist gar kein Problem, wir sind Katharina von Russland, stehen im Krieg mit Alexander von Griechenland. Und haben hier Berlin, New York, Hamburg und Dublin vor kurzem eingenommen. Dublin steht aber praktisch wieder kurz vor der Einnahme. Und hier hat er auch mit der Kavallerie Zeug rumstehen, was uns hier irgendwie gefährlich werden könnte. Deswegen versuchen wir jetzt erstmal vor Cardiff einnehmen, hier alles zu sichern, uns um die Armee zu kümmern. Bevor wir, weil hier kommt ja auch noch was. Eieiei. Bevor wir da irgendwie noch große Sprünge machen. Du gehst nach Hamburg und heilst. El Cid, der große General, bleibt, denn hier haben wir ja noch einen anderen großen General. Und zwar Aui Zottel stehen. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Weihnachtszeit. Ich würde jetzt auch gerne sagen, dass ich eine hatte, kann ich aber noch gar nicht sagen, dass sie erst noch bevorsteht. Ganz strange. Wir haben 71 verloren. Boah, okay. Du bekommst die Sofortheilung, denn du wirst gleich angegriffen werden, denn... Ja. Und fliehen bringt dir nicht viel, denn er ist auf jeden Fall schneller und kann dich auf jeden Fall schnappen. Dann schauen wir mal. In Stellung gehen und bombardieren. Ja, kümmern wir uns um dich, dann hast du sogar noch eine Chance, ihm den Chaos zu machen. Mal wieder mit einem überlebt. Aber haben wir hier nicht noch den Dreidecker? Ja. Haha. Gott sei Dank. Okay, dann haben wir dich hier hoffentlich, wobei du auch von der Raketenartillerie angegriffen werden könntest. Hoffen wir mal, dass das nicht passiert. Dann euch hier. Ihr steht zwar hier vor Cardiff sehr gut, aber nicht mehr lange, ne? Oh Gott, minus 8 nur. Was habe ich jetzt gemacht? Okay, irgendwann nächste Runde dann? Okay. Mhm. Hier oben steht auch allein auf weiter Flur, hat keine Fortbewegungspunkte mehr. Der Weltkriegsbomber kommt hier nach Hamburg. Und Hamburg wird dann hoffentlich nicht so schnell eingenommen. Aber sie können sich ja hier mit der Artillerie verteidigen. Haben wir noch irgendwo Einheiten rumstehen, die nicht gebraucht werden? Oh, hier oben können wir wunderbar ein bisschen Schiffe versenken spielen. Die ganzen Freibeuter platt machen, die jetzt auch hoffentlich von Marseille ablassen. Hier haben wir immer noch das Problem mit Lissabon. Aber so wie es aussieht, haben sie kein Interesse daran, Durban einzunehmen. Auch wenn wir jetzt gerade Minus machen pro Runde, müssen wir auf jeden Fall jede Menge Infanteristen bauen. Denn daran fehlt es gerade. Mit Berlin haben wir aber ein Produktionspowerhouse. Nur 6 Runden für die Infanterie. 49 Produktion pro Runde, da hätte ich gerne noch eine Fabrik. Aber ich kann jetzt nicht 5 Runden warten, nicht noch 5 Runden mehr warten. Haben wir, oh ne, erst eine Krepost, dann der Infanterist. Also die eine Runde lohnt sich dann doch schon. Stadt annektieren, nein, wir haben... Nicht, achso, ihr seid eh noch im Widerstand. 3 Runden, da warten wir noch 3 Runden, bis wir die nächste Stadt einnehmen, auf jeden Fall. Mit Dublin könnten wir aber eine größere Stadt uns aneignen. Wobei wir Dublin erstmal abwarten, bis die sich wieder erholt haben. Die sind ja jetzt schon angegriffen. Und zwar, von wem eigentlich? 1, 2, 3. Da müsste doch, naja. Einer benötigt Befehle. Dann geh doch in Stellung und... jetzt hast du... Naja. Bombardieren. Nix. Okay. Mache nichts. Die Artillerie kann aber... ihn hier angreifen. Minus 11. Sehr gut. Kostet nix. Alzerei. Für dich gilt dasselbe. Du baust Infanterie. Klicken wir mal kurz durch. Markt. Ich gönne mir ein Forschungslabor. Das ist interessant. 10 Runden. Na gut. 11 Runden Wasserkraftwerk in Beshbalik. Wie sieht das aus? Ach gut. Na.
Nee, wir müssen Infanterie bauen. Da bringt es nichts, jetzt irgendwie auf Wasserkraftwerke zu gehen. Oder hier auf Goldfug. Oh, aber 35 Runden ist dann doch zu lang. Da bleibst du beim Gold. Berlin baut Krepppost. Das ist okay. Noch ein Forschungslabor. Nee. Da machst du tatsächlich eine Infanterie, dauert zwar 16 Runden, aber besser als Wissenschaft jetzt. Der Circus Maximus. Ja, den hätte ich dann doch schon gerne. Plus 5 Zufriedenheit ist auf jeden Fall gut. Ein Weltkriegsbomber ist nicht verkehrt. Infanterie, Stadion für 4 Zufriedenheit. Ja, der ist schon so weit fortgeschritten. Die öffentliche Schule ist auch schon weit fortgeschritten. Der Wohlstand wird geändert zu Infanteristen. Der Dreidecker dauert nur noch eine Runde. Das Wasserkraftwerk, ja, da habe ich gesagt, das will ich haben. Die öffentliche Schule dauert auch nur noch 3 Runden. Die Bank, lohnt sich die hier überhaupt? Nee, bei 8 Gold pro Runde lohnt sich das nicht. Da gehen wir dann lieber nochmal auf. Ah ja, Inverdesa eh hier. Mal sehen, wird ja eh bald wieder alles gut sein. Habe ich jetzt alle durch? Alzerei, Infanterie, Markt, ja. Okay. Dann, Berlin will Krabben, Marseille leidet Hunger. U-Boot. Ja, das U-Boot haben wir tatsächlich gegen die Freibeuter verloren und jetzt hat Sansibar ein U-Boot. Naja. Hier haben wir keine Fortbewegungspunkte. Ich denke, dass wir den hier auch verlieren wahrscheinlich. Nächste Runde. Aber das hier wäre ja gar nicht mal so schlimm. Hier ist ja der Krieg. Hey, wie machen Sie das mit Dublin? Wie werden die denn angegriffen? Von wo? Kann die Raketeninfanterie 100 1000 Felder weit schießen oder was? Naja. Wen können wir hier angreifen? Dich. Sehr gut. Und hier können wir dich angreifen. Der Bomber greift auch an. Boah, der kann aber echt nicht weit schießen. Okay, interessant. Nö, direkt nach Tours fahren. Warum nicht? Okay, hier ist klar. Oh, jetzt spring doch nicht wieder hier von einem zum anderen. Der Dreidecker ist fürs Abfangen von Flugzeugen ab sofort zuständig. Und... Wow. Es hat auch nicht wirklich die Reichweite, die ich mir so erhoffe. Aber nun denn. Habe ich sonst noch irgendwo Bomber stehen? El Cid, großer General, macht nach wie vor nichts. Der Weltkriegsbomber macht auch nichts, denn er ist so gut wie tot. Du kümmerst dich um ihn, das ist klar. Mit dem großen General warten wir. Schau mal, dass wir ihn hier kaputt kriegen. Er kann nämlich die Stadt nächste Runde einnehmen, wenn es blöd läuft. Dann haben wir noch den. Ne, den Bomber machen wir nicht, aber den Dreidecker schicken wir raus. Zum Fernangriff. Minus 35. Oh ja. Aber dafür hat er 5 verloren oder so. Ich glaube, der Rückzug ist hier das Richtige. Eieiei. Das sind die Maschinengewehre, nicht wahr? Ja. Wenn wir ihn angreifen, dann verlieren wir den Kosaken. Deswegen machen wir das nicht. Was machen wir mit euch allen? Du kannst 3 weit schießen, dann bedeutet das, ja, du kannst ihn angreifen. Und der Bomber verliert 23. Okay. Ach so, ja, unser Bomber hat ja umso viele Trefferpunkte verloren wahrscheinlich, weil hier die 8 Flugzeuge alle auf Abfangen geschaltet sind. Und das bedeutet, sie fangen unsere Bomber ab. So einfach ist das. Okay, was könnt ihr in Stellung gehen und ihr könnt nur die Stadt angreifen. Die will ich jetzt aber gar nicht mal angreifen. Ich will lieber Dublin verteidigen. Dafür müsstet ihr aber alle mal hier eins rüberrucken. Wie weit kannst du dich zurückziehen? Ah ja, schon sehr weit. Dann mach das auch. Und nimm gegen Fernangriffe den Bonus. Du bleibst hier im Wald, verteidigst Hamburg, soweit wie das geht.
Ach, jetzt weiß ich, wie sie Dublin immer angreifen. Mit ihren Flugzeugen, natürlich. Anstatt den Dreidecker hier zu benutzen, um Schabernack zu treiben, würde ich dann doch lieber ihn benutzen, um Flugzeuge abzufangen. Das wäre mal eine Idee. Wieso produziert Hysia nur Gold? Hysia kann auch... jetzt weiß ich, warum Hysia nur Gold produziert. Dann geh doch mal auf Produktionsfokus. Bleib lieber. Also hier, minus 48, wenn ich auf Produktion gehe, minus 62. Die 12 Gold pro Runde möchten wir uns dann doch behalten, aber nicht unbedingt die Produktion ändern. Da machst du dann doch lieber was auch was bringt. Das Stadion zum Beispiel, aber 45 Runden. Mein Gott. Das ist viel zu viel. Schauen wir mal, ob man nicht was... Guck mal. So. Wofür brauchen wir denn das ganze Essen? Wenn wir doch auch Munition bauen können. Sehr schön. Das sieht doch schon besser aus. Dann, wie sieht's hier? Hungersnot, minus 2. Okay. Das heißt, wenn wir ein Feld mit nur einem ändern, haben wir wieder einen Bürger mehr, den wir benutzen können, um hier zum Beispiel das Feld zu bewirtschaften. Haben wieder eins über. Gehen hier raus und nehmen dieses Feld. Haben kein Gold verloren. Sind immer noch im Plus, was Nahrung angeht. Aber haben unsere Produktion aber sowas und hochgeschraubt. Okay, das könnten wir noch. Stagnation. Okay, jetzt haben wir zwar zwei Gold verloren. Es gibt nicht wirklich viele Goldfelder. Aber dafür Produktionsfelder. Wie zum Beispiel Tisch. Minus 51, das ist doch mehr, also, weißt du? Sehr gut. Und das bedeutet, wir können tatsächlich weitere Dreidecker bauen. Bam. Schauen wir mal, ob man noch Alzerei kurz... Eieiei. Goldfokus, okay. Da auch ein bisschen was tweaken können. Da wir zum Beispiel Nahrung gar nicht so viel brauchen. Wenn wir jetzt weggehen, hat er immer noch, okay. Aber, hier zum Beispiel dieses komplette Nahrungsfeld können wir ersetzen durch zwei Nahrung und vier Produktionen. Bam. Und drei Nahrung, drei Gold durch Uhr einstellen zum Beispiel, durch zwei Nahrung und vier Produktionen. Aha. Ja, sehr gut. Und dann sind es noch 13 Runden für die Infanterie. Eigentlich können wir das jetzt bei jedem machen. Machen wir aber nicht. Berlin ist... Oh, mit 49 im Produktionsbauhaus. Da nehmen wir die Infanterie. Noch nicht. Die sind noch im Widerstand. Okay. Bischbalik. Ist auch ein Goldfokus. Und da gibt es bestimmt auch ganz viel Zeug. Da wir ja unsere Städte nicht mehr wachsen lassen wollen, brauchen wir das ja nicht wirklich. Da reicht es auch, wenn wir zwei Nahrung, vier Produktion und da ist doch bestimmt noch hier vier Nahrung. Immer noch Hungersnot. Gibt es nicht was mit drei Nahrung und so? Ja, hier, drei Nahrung, zwei Produktion, ein Gold. Wunderbar. Ich sehe schon, da kann was draus werden. Ah, hier, Tourfahren ist es natürlich. Ein Problem. Und mit Lissabon können wir keinen Frieden schließen. Können wir mit Alexander Frieden schließen? Ich sehe mich nämlich nicht Cardiff einnehmen in der nächsten Zeit. Fragen wir einfach mal nach. Frieden verhandeln. Jetzt ist keine Zeit für Verhandlungen. Schade. Produktion wählen. Schmiede, Garten, Leuchtturm. Infanterie. So. Wo? Was? Ich hab doch gerade eben alle durchgemacht. Okay. Troa. Da ist auch der Goldfokus drin. Schauen wir mal, ob wir da nicht irgendwo nahrungstechnisch was machen können. Nee, sieht gut soweit aus. Da ist kein Feld dabei, das jetzt nur auf Nahrung geht. Und kein Feld. Oh doch, das hier hätte ich gern bewirtschaftet. Und dafür gebe ich dich auf.
Hab dafür eine Nahrung 6 Produktion. Und gibt es noch eins, das ich gerne hätte? 4, 3, 3. Nö, soweit sieht das gut aus. Jetzt müssen wir uns nur noch für die Infanterie entscheiden. Das könnten wir also kurz erst bei jedem machen, denn, aber es ist lustig, jetzt, wenn ich auf Produktionsfokus gehe, ist goldtechnisch Hopfen nun mal verloren. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Hier ist Stagnation, dafür nehmen wir dann dich, du hast 3 Produktionen, eine Runde bis zur Geburt eines Bürgers, dann können wir doch dich aufgeben. Dann brauchen wir aber 3 Nahrung, die haben wir nicht. Ja, passt soweit, glaube ich, oder? Hier oben. Ja, ein bisschen Gold brauchen wir auch noch. Die öffentliche Schule dauert nur noch 4 Runden. Orléans, sorry, wenn das jetzt ein bisschen langweilig für euch ist, aber so können wir auch mal ins Städte, ins Micromanagement. Und 2 gibt es ein Feld, das ich gerne beackert hätte, weil es so unglaublich viel Produktion bringt. Nein, alle Produktionsfelder sind cool. Das Wissenschaftsfeld hier ist mir egal. Dann haben wir vielleicht in Moskau noch die eine oder andere Möglichkeit für ein Feld. Das hier ist sehr gut. Oh, hier oben? Ah ja, da geht auch einiges. So, dich weg. Auf Glauben können wir verzichten. Dann dich weg, du bringst auch zu wenig. Und dafür nehmen wir 8 Produktionen. Jupp. Genau. Novgorod, dasselbe. 24 Runden bis zur Geburt eines neuen Bürgers. Ah ne, ihr habt ja alles soweit. So gut. Sankt Petersburg. Sieht vielversprechend aus, wobei er die Produktionsdinger hier alle benutzt. Warum wird mir hier nicht angezeigt, was das bringt? Naja. 4. Achso, wahrscheinlich bei Moskau er schon benutzt. Ah ja, dann. Ah, das wusste ich gar nicht. Okay. Sieht so aus, als. Sorry. Hungersnot 1. Ja, das kann ja. Dauert ja ewig, bis die wirklich dann um 1 schrumpfen. Das Panzerschiff haben wir tatsächlich verloren, so wie es aussieht. Okay. Einheit benötigt Befehle. Bombardement. Och. Jetzt, wo man mal bombardieren kann, macht das nicht. Dann zieh dich auch eins zurück. Und geh hier in Stellung. Und lass die mal schön kommen hier. Du kommst hier mit und du haust auch ab. Ich glaube, dich haben wir verloren. Nächste Runde. Wir werden denunziert. Nun gut, sehr Mühe gehoben. Minus 250 Glaubenspunkte. Dublin ist gleich wieder bei 0 bestimmt. Haile Selassie wird trotzdem den Buddhismus versuchen, in Cardiff unter die Leute zu bringen. Wir haben ihn tatsächlich verloren. Das war abzusehen. Turfan. Sie greifen Turfan an. Nicht gut. Tja. Wenn wir Turfan verlieren, ist echt nicht gut. Denn dann haben wir keine Verbindung mehr von all diesen Städten zu den Städten. Und Lissabon ist ja jetzt so ein Stadtstaat, der ist ja. Wir müssen einen Frieden suchen. Oh, Gott sei Dank. Frieden mit? Legis. Vorschlagen. Tauta ukedu. Okay, ich gebe dir nicht meine Städte. All mein Gold gebe ich dir, aber meine Städte nicht. Vorschlagen. Signotti? Signotti? Okay. Schade, schade, dass wir mit Lissabon keinen Frieden verhandeln können. Oh, ich hab mir noch. Ja. Das bedeutet, der Bomber muss auf jeden Fall raus, den wollen wir nicht verlieren. Der kommt nach Russia. Dann der. Nee, das hat ja gar keinen Sinn, hier noch irgendwas retten zu wollen. Wie sieht das aus, wenn wir mit dem Dreidecker ihn angreifen? Können wir gar nicht, weil der Dreidecker gar nicht so weit fliegt, oder was? Ihn. Minus 30. Naja.
Ja, wir werden hier die Stadt verlieren. Müssen wir wohl durch. Wo gekriegt wird, da fallen Einheiten. Alles Sprichwort. Okay, du kannst nichts angreifen, aber du, ja. Oh, dann machen wir so Stück für Stück. Habe ich dich jetzt benutzt? Ach, bin ich blöd. Naja. Bodenluftrakete. Heieiei. Okay, probier mal einfach mal hier ein bisschen Schaden anzurichten. Oh, lässt sich auch keinen Schaden anrichten. Echt nicht? Und wenn du eins zurückgehst, dann kannst du doch hier hinauffischen. Okay. Du kommst hier mit hin. Fortifiest. Ja. Heilen. Nichts tun. Auch nichts. Auch nichts. Du kannst nichts. Der Bomber könnte... Nee, das ist mir zu gefährlich, den jetzt blind da rüber zu schicken, ohne zu wissen, ob da irgendwelche Verteidigungsflugzeuge von Alexander zu erwarten sind. Die Artillerie... macht auch nichts. Schauen wir mal, wie das nächste Runde weitergeht. Wenn wir uns da mal nicht übernommen haben mit unseren Eroberungen quer durch die Welt. Was? Ihr wurdet besiegt. Eure Zivilisation war ihren vielen Gegnern nicht gewachsen. Aber euer Volk hat die Hoffnung nicht verloren, denn es weiß, dass ihr eines Tages zurückkehren und den Sieg erringen werdet. Haile Selassie hat das Utopia-Projekt fertiggestellt. Ui. Okay, das bedeutet aber Folgendes, dass wir so oder so gar keine Chance gehabt hätten, das Spiel irgendwie zu gewinnen. Wir haben unser Bestes gegeben. Hat nicht gereicht auf der zweithöchsten Schwierigkeitsstufe. Wenigstens haben wir es bis ins 20. Jahrhundert geschafft diesmal. Und haben einen riesengroßen Eroberungsfeldzug gestartet. Hat aber nichts gebracht gegen die kulturelle Vormachtstellung der Äthiopier. Demografie. Da sehen wir Fertigwaren. Ich denke mal, das ist die strategischen Ressourcen. Das sind wir die Nummer 1. Da sind wir unangefochten die Nummer 1. Genauso was das Land angeht. Wir sind das größte Land der Erde, wie es sich für Russland tatsächlich gehört. Aber sonst kacken wir ziemlich ab, was die Zustimmung zum Beispiel angeht. Mit einem Wert von 45% und Haile Selassie 100%. Naja, Alphabetisierung dasselbe. Rangliste, Jeanne d'Arc, ich fürchte mich nicht, das ist meine Bestimmung. Hat sie das wirklich gesagt? Ja, ist doch gar nicht mal so verkehrt. Achter Platz von, also bitte, weißt du, von 20, 21, Dan Quayle war irgendwann mal ein Vizepräsident, ich glaube unter George Bush, dem Älteren. Wiederholung, in der Wiederholung schauen wir uns noch mal an, was wir jetzt gemacht haben. Und, Nachrichten. Grafiken. Wo sind wir? Wir sind die Gelben. Haben es dann zum Schluss hin doch irgendwie geschafft, da die zweitmächtigste, weißt du, die zweitmächtigste Zivilisation zu werden. Aber Addis Abeba ist einfach, Addis Abeba, Haile Selassie ist einfach zu weit vorne. Also das ist ja da, Also selbst wenn wir alle Atombomben der Welt auf seine Städte geworfen hätten, das hätte nichts gebracht. Ja, sind zwar mit dem Handel da ganz gut, aber nee. Da, hoppla! Nein, jetzt habe ich doch gar nicht. Ich wollte Wiederholung. Hier, warte. Komm mal nicht mehr hin. Oh Gott, jetzt müssen wir auch angucken, wenn es auch Städte eingenommen werden. Nein, das werden wir uns nicht mehr angucken. Ich möchte es gar nicht sehen. Ja, ich bedanke mich für euer Interesse an diesem Let's Play. Die Statue von wurde erobert, ja. Und freue mich darauf, euch beim nächsten Let's Play wieder begrüßen zu dürfen. Höchstwahrscheinlich mit Indien und ebenfalls Kultursieg. Wir haben zwar mit Ägypten schon mal den Kultursieg errungen, aber da war die Aufnahmequalität ganz schlecht. Und euer Interesse gilt immer öfter im Kultursieg. Mal gucken, ob wir den Glauben da nicht noch irgendwie besser mit einbeziehen können. Aber das müssen wir schon hinbekommen. Ansonsten, guten Rutsch ins neue Jahr. Wobei das ja noch ein bisschen hin ist. Und ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Ich freue mich darauf,
euch beim nächsten Let's Play begrüßen zu dürfen. Ciao, macht's gut.